Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Britta und ich nehme euch mit in meine kleine Welt. Ja, ich drehe den Anfang des vierten und letzten Videos gleich im Anschluss an den dritten Teil, aber ich mache hier bloß noch den Anfang, weil sich hier ein paar Produkte versteckt hatten, beziehungsweise ich vergessen hatte, die auch mit ins Video zu nehmen und die euch zu zeigen. Und das wollte ich jetzt nachholen. Dieses vierte Video dafür, ja, ich fühle mich gerade nicht in der Lage, das letzte Video auch zu drehen, obwohl es ja nur noch ein Zeigen der aussortierten Sachen eigentlich ist. Aber diese Entzündung, die ich im letzten Video erwähnt habe, die hier ja in diesem Brustbereich ist, gerade wo das auch mit Herz und Lunge liegt. Ja, diese Entzündung ist gerade so schmerzhaft, dass ich mich für große Aktionen nicht in der Lage sehe. Selbst das Atmen fällt mir schwer. Das ist so, als ob ihr gerade einen Kraftakt hingelegt habt, obwohl ihr eigentlich, ja, ich sitze hier ja eigentlich nur still rum, ne? Also ich mache ja nichts. Aber ich kriege dadurch weniger Luft und ja, ich möchte eigentlich tief Luft holen, aber weiß ganz genau, dass das nichts bringen wird, weil das eben aufgrund der Entzündung ist. Und solange das jetzt nicht besser ist, werde ich wohl mit diesem vierten Teil etwas warten müssen. Ja, das ist dann eben so. Ja, ich zeige euch jetzt diese ganz paar Artikel, die dann noch übrig geblieben sind. Das ist hier einmal so ein Geschenkset von Douglas, hatte ich mal gekauft. Fresh Impress, kann nicht mehr reden. French. Ja, da geht schon los. Reden kann ich auch nicht mehr. Ich zeige euch das lieber. Ja, habe ich mal reduziert für 2,99 irgendwann gekauft. Im Douglas, ist aber nicht von Douglas, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, wie alt das schon ist, weiß ich nicht. Das ist von A nach B und wieder zurückgeräumt worden. Ich muss das erstmal auspacken und gucken, ob das überhaupt noch gut ist. Ansonsten werde ich das jetzt für die Füße mit aufbrauchen. Und da ich da meistens ja nur so was Fetthaltiges brauche, so eine Mischung aus Fett und Feuchtigkeit, das kennt ihr ja, geht es vielleicht dafür noch. Aber wie gesagt, da muss ich erstmal gucken. Und wenn man bei Douglas ist oder auch bei Douglas online bestellt, dann bekommt man ja auch oft so eine Duftproben mit. Und ich habe da jetzt nicht so einen großen Verbrauch. Ich sage ja oft auch schon, ich möchte keine Duftproben, weil ich sie eben nicht aufbrauche. Da habe ich hier eins von, wie spricht sich das aus? Jardin Bohème war einmal dabei. Riecht eigentlich ganz gut. Wir haben es schon mal getestet, meine Tochter und ich, aber eben auch noch nicht verwendet. Das hier ist eins von Lacoste. La Vie Belle kennt ja auch fast jeder. My Way und That's Me. Helene Fischer ist das, glaube ich. Ja, dann hatte ich noch zwei Proben. Das ist einmal Libre. Das habe ich in das Zimmer meiner oder das ehemalige Zimmer meiner Tochter gelegt, damit sie das, dann braucht sie ihr eigenes Libre nicht mitbringen. Dann kann sie die Probe nehmen. Und ich habe dann noch eins in jetzt in Gebrauch genommen. Sie, das gefällt mir gar nicht. Also ich weiß noch nicht, ob ich es an mir jetzt aufbrauche, weil das ist mir viel zu intensiv. Da kriege ich Kopfschmerzen und das ist ja eigentlich nur so ein Mini-Ding. Ja, da muss ich mal sehen. Vielleicht sprühe ich da auch nur Kleidung oder sowas mit ein. Mal gucken. Ja, das war's an dieser Stelle von mir. Wie gesagt, mir geht es gerade nicht so gut und deshalb wird das Drehen des vierten Teils ein bisschen dauern. Vielleicht hilft ja die zweite Spritze nächste Woche schon.
Ihr werdet diese Videos ja sowieso in Abständen sehen, also nicht in diesen anderthalb Wochen, wo ich das Ganze gedreht habe. Und ja, vielleicht geht es mir dann ja auch hoffentlich bald besser. Ja, bis dahin. Hallo. Ja, da bin ich wieder. Nach gefühlten, ja, 2 Monaten. Ich weiß nicht, wann ich den ersten Teil abgedreht habe, den ihr jetzt davor gesehen habt. Es ist auf alle Fälle schon eine Weile her, dass ich meinen Kosmetikschrank aufgeräumt habe. Das habt ihr ja alles schon gesehen, die ersten 3 Teile. Und dieser vierte Teil ließ jetzt auf sich warten. Da wollte ich ja euch eigentlich nur noch die Teile zeigen, die ich aussortiert habe, die dann bei Plattformen verkauft werden oder verschenkt werden oder eben auch hier zur Verlosung stehen. Ja, ich hatte es alles auch schon mal abgedreht, aber irgendwie gefiel es mir dann auch wieder nicht so richtig. Ja, die letzten Monate oder Wochen vielmehr hatte ich sehr viel Stress. Dann ging es mir gesundheitlich überhaupt nicht gut, was jetzt eigentlich auch schon wieder der Fall ist, aber ja. Darauf kann ich mich ja nicht ausruhen, sonst, ja, das habe ich nie gemacht. Warum sollte ich das jetzt machen? Ja, ich zeige euch alles, was ich aussortiert habe, was nicht wieder in den Kosmetikschrank zurückgewandert ist. Und zum Abschluss gibt es dann das versprochene Gewinnspiel. Es ist einmal eine Belohnung dafür, dass mich hier schon einige seit fast meine Anfangszeit begleiten und zum anderen auch dafür, dass ich hier das, also für dieses Video jetzt so ewig lange gebraucht habe. Ja, es ist doch noch ein ganz Teil, was ich nicht wieder zurücknehme in den Schrank. Entweder weil ich es doppelt habe oder weil ich es einfach nicht verwende. Ja, wir starten gleich. Ich zeige euch mal diese Riesenkiste. Das ist alles in so einer Box von der Barbara. Die hatte die Größe, aber es ist trotzdem alles gestapelt, weil es eine ganze Menge ist. Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt ein bisschen schneller durchgehe, weil ihr habt die Produkte alle schon gesehen, als ich sie aussortiert habe. Und das ist ja eigentlich nur eine Zusammenfassung und das Video soll ja nicht wieder eine halbe Stunde werden. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht alles zusammenfällt. Und das, was ihr gewinnen könnt, das lege ich hier schon mal extra. Das hatte ich euch sogar schon mal gezeigt. Aber wie gesagt, ja, es ist schon eine Weile her. So, aussortiert habe ich diese Scrub Mask, dann von Barbour dieses AHA Peeling Overnight. Sowas, ja, nutze ich nicht wirklich. Freiöl, nochmal Freiöl, das ist glaube ich fürs gesunde Gesichtsöl. Öle bin ich generell kein Fan von. Nochmal Freiöl, das ist jetzt auch ein Reinigungsöl, also Reinigungsöl, Maske und Gesichtsöl. Das könnte sein, dass ich das auch mal zusammen verlose. Ja, hier ist, was ist das hier eigentlich? Auch noch mal eine Maske. Hier, das ist von Maria Callant Instaglow Creme. Ein Puder, ein loses. Hier die Socken, die kann ich ja irgendwo mal als Goodie beilegen. Ich trage sehr selten Socken und wenn nur ganz bestimmte. Ja, nochmal Candy Scrub oder auch als Maske zu verwenden. Von ja, Dr. Botanical ist es hier Superfood Sleeping Mask. Ja, was haben wir hier noch? Das hatte ich doppelt von Flora Mare.
Das ist, glaube ich, ein Serum gewesen. Einen Rasiercreme, glaube ich, mit Shea-Butter war das. Oh Gott, ich gucke hier so viel über die Brille schon wieder. Das sieht gar nicht gut aus. Ja, Rasiercreme war das. Everyday Coconut Lip Oil. Also ich habe meine Lippenpflege, da probiere ich jetzt nichts Neues. Hier schon wieder mein Hörnchen. Aber da ist wieder das Problem mit dem Öl. Ich mag einfach kein Öl. Hier ist von Elvital auch ein Haaröl. Würde ich generell benutzen, wenn ich nicht selbst noch so viel hätte. Weil Elvital gefällt mir eigentlich, aber meine Flasche ist immer noch halb voll. Das vergesse ich auch oft, obwohl es ja sehr gut ist für die Haare. Dann habe ich hier ein Showergel von Dove. Ein Shower Oil. Ja, Shower Oil. Und hier auch nochmal was von Rituals. Das hier ist auch ein Shower Oil. Also alles, was Öle sind, ist so gar nicht meins. Das ist ein Deo von Dove. Alle Teile, die ihr seht, sind alle unbenutzt, teilweise nicht mal geöffnet, wenn ich vorher wusste, dass ich die eh nicht nehme. Dieses hatte ich geöffnet von Carlin oder wie sich es ausspricht. Das ist ja ein Parfüm. Gefällt mir vom Duft nicht. Ist nicht so meins. Ich hatte auch überlegt, das als Raumspray zu nehmen, aber ich habe da noch so viele andere Düfte gerade, die ich erstmal verwenden muss. Deshalb kommt das auch so weg. Das habe ich daher gar nicht geöffnet. Das ist auch ein Duft von Michalski. Ja, ich habe keine Ahnung, wie es riecht, aber wie gesagt, ich habe noch genug. Avant hätte ich behalten, wenn es nicht auch eine Overnight-Maske gewesen wäre, aber ja, ist nicht so meins. Dann habe ich hier so ein Entwirrbürste to go. Sowas habe ich bereits, kann daher auch weg. Dann eine einfache Nivea-Creme. Das hier ist ein Deodorant, Eukalyptus. Ja, ich hatte das auf, aber es riecht für mich eher wie diese, ja, was man sich so auf den Kindern so auf die Brust geschmiert hat, wenn sie krank waren. Dann habe ich hier eine Mascara. Ich glaube, dass das nur eine Mascara ist und kein Serum. Ja, steht Volume Million Lashes. Also, ne? Sowas habe ich nie benutzt. Dann habe ich hier eine Augencreme. Regensblut. Ja, dann hier habe ich eine Bachblüten Parfümfreicreme. Dann von M. Asam diese Selbstbräunungsdrops. Sowas, ein Selbstbräunungskram nutze ich ja überhaupt nicht. Das hier ist eine Creme, Totes Meersalbe. Habe ich auch noch mehr als genug, deshalb wandert das weiter. Das ist ein Nagelöl, habe ich auch noch zur Genüge. Das ist ein Lippenstift von Barbour. Den würde ich auch lieber weitergeben. Es ist zwar so ein bisschen meine Farbe, aber so selten wie ich Lippenstift nutze, würde ich das lieber an jemanden geben, der da auch Interesse dran hat. Das hier ist, was ist das denn hier gewesen? Da muss ich mal selber gucken. Ach, ich glaube, das ist ein Duft, der mir so gar nicht, glaube ich, gefallen hat. Deshalb habe ich den auch aussortiert. Naja, das ist wieder mal eine Overnight-Maske. Ja, mit Rosenduft, ne? Also, ich muss Naturkosmetik, ist das jetzt für die Haut? Ja, ist für die Haut. Wenn es für die Haare gewesen wäre, hätte ich es vielleicht noch benutzt, aber für die Haut, Rosenduft geht für mich überhaupt nicht. Dann habe ich hier St. Moritz.
Wieder so ein Selbstbräunungszeug. QMS ist eine Overnight-Maske. Wieder mal gleiche Thema. Ich mag es einfach nicht. Und dann habe ich hier noch zweimal Nagellack. Den habe ich auch noch nicht benutzt. Ich habe so viele. Außerdem denke ich, dass ich auf kurz oder lang wieder in ein Nagelstudio gehen werde. Weil es ist einfach nicht meins, mich hinzusetzen und die Nägel zu machen. Ich habe da weder die Geduld zu, noch bin ich für mich so perfekt, dass ich das so hinkriege, dass es für mich perfekt ist. Ich sehe tagtäglich diese Fehler, die ich mache, wenn das nicht so exakt ist. Und ja, das ist schwierig. Ich habe jetzt ja immer nur diese Base drauf, diese Fiber Base, dass die Nägel stabiler sind. Momentan habe ich auch gar keine Farbe drauf und das ist für mich okay. Und dann habe ich eben den Nagellack meistens, der mir denn gerade so gefällt. Aber so richtig, wie ich das mir gedacht habe mit dem Neonail oder auch andere Marken Lack, das funktioniert bei mir nicht richtig. Also ich habe einfach nicht die Geduld und deshalb denke ich, dass ich wieder irgendwann ins Nagelstudio gehen werde. Ja, und das letzte Teil, was ich hier habe, ist so ein Waschpuffel. Davon habe ich auch noch genug im Schrank zu liegen, sodass der auch mit weg kann. So, jetzt kommen wir zu dem, was ihr gewinnen könnt. Das ist aus der Muttertagsbox gewesen von der Glossy Box. Die hatte ich ja euch gezeigt. Die hatte ich mir ja mal ausnahmsweise bestellt. Das ist hier einmal, ich muss noch wieder meine Brille abnehmen, ein Liquid Eyeliner. Dann ist das hier ein Lippenstift. Moment. Seht ihr das, die Farbe? Alles natürlich unbenutzt. Und dann habe ich hier noch so ein Eyeshadow. Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Seht ihr das? Die Farbe? So ein bisschen. Ja. Die drei Teile habe ich natürlich auch aussortiert. So eine dekorative Kosmetik, das ist einfach nichts für mich. Und wer diese drei Teile, zeige ich sie euch nochmal, haben möchte, der sollte, oder es wäre schön, wenn er Abonnent meines Kanals wäre und diesem Video ein Däumchen gibt. Darüber freut man sich immer, weil es auch Anerkennung der Arbeit ist, die hier drin steckt. Ja, und dann mit dem Hashtag Gewinnspiel. Alles, was sonst noch für dieses Gewinnspiel notwendig ist, schreibe ich in die Infobox. Ich denke, dass ich das am Freitag veröffentliche, dieses Video, und dann wird es 14 Tage gültig sein und dann ungefähr eine Woche, bis sich der oder die Gewinnerin dann meldet. Ich wollte das alles nämlich noch bis Mitte August dann fertig haben, weil ich dann ja auch zur Kur fahre und da weiß ich sowieso noch nicht, wie es da für mich hier auf YouTube weitergeht. Ich kann nicht für 3-4 Wochen im Voraus drehen und das ist dann ein bisschen schwierig. Ja, das ist alles, was ich für den Moment aussortiert habe. Wo was landet, das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Ich werde in Zukunft wohl auch ab und zu mal ein Gewinnspiel machen, damit es sich ja ein bisschen für euch auch lohnt, dass ihr meinen Kanal gefunden habt. Aber eben auch nicht jedes Mal, denn ich bin kein reiner Beauty-Kanal. Aber das, was ich hier habe, es wäre schade drum, weil ich es selber ja nicht verwenden würde. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Auch wenn es sehr, sehr, sehr spät gekommen ist nach diesen ersten drei Teilen. Und ich hoffe auch, dass ich den ersten Teil dieses Videos
für den Vlog wiederfinde, weil das ja doch schon eine Zeit her ist. Und es ist mein erstes Gewinnspiel. Also ja, es kann sein, dass da noch ein paar Stolpersteine drin sind. Da bitte ich dann gleich. Entschuldige ich mich lieber gleich. Aber ja, ich werde das wohl auch noch oldschool-mäßig auslosen, weil so viele Follower habe ich nicht. Da brauche ich keine App für. Also ich werde es auf einen Zettel schreiben und dann in so ein Gläschen machen oder Topf oder irgendwas. Keine Ahnung. Und es ist Sommer, so viele werden da sowieso nicht dran teilnehmen, denke ich mal. Denn ich merke es ja selber, im Moment guckt man nicht so viel YouTube. Und daher, ja, denke ich nicht, dass sich auf meinem Kanal so viele verirren werden. Ja, so, nun bin ich aber wirklich am Ende. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gern ein Abo, ein Däumchen oder einen netten Kommentar da. Denkt an das Gewinnspiel. Guckt auch gerne bei mir auf Instagram vorbei, da freue ich mich auch immer drüber. Ansonsten sehen wir uns zu einem neuen Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss, eure Britta.